Trimax Fußballturnier. Mehr als 20 Streamer. Mit EM Watch Party Deutschland-Portugal. Trimax Kick and View. Samstag 14 Uhr. Nur auf Twitch. Hungriger Hugo, bitte. Ich bitte drum. Hä? Wieso? Ich gehe bei Hungriger Hugo los? Nein, ich habe ein Video von dir angemacht, Max. Malta, bringt eure Frauen in Sicherheit. Ja, so heißt dein neues Clash Royale Video. Ich sollte mal schauen, was deine Cutter so machen. Okay, wir schauen rein bei Hungriger Hugo. Let's go. Alright. Okay. Was läuft? Was läuft? Willkommen. Alter, Big Spin ist einfach im Intro von Hugo. Gut gemacht, Big Spin. Gerade auf der Autobahn. Würdest du, andere Frage, würdest du Velo mal wieder mitspielen, wenn Kevin mitspielt? Wenn das eine Legendenlobby ist? Nur wenn wir uns alle einen negativ boosteten Iron 5 Account haben. Ich glaub, Kevin ist Bronze 3, viel schlechter geht gar nicht. Also der hat ihn schon. Okay, aber ja, okay. Vielleicht. Mit Sascha. Keine Ahnung, was der da macht. Na, er genießt die Aussicht. Hä, wie assi? Wie assi? Wieso filmt er den einfach? Ja, komm vorbei. Kannst jederzeit im Pool springen bei mir. Alter, die hauen ja alle übel rein. Von Ingame, f*** euch, ihr seid alles Hurensöhne. Was haben die gemacht? Das habe ich nicht verstanden. Ingame macht immer Scheiße. Was ist das schlechteste? Das ist ein Blatt, wie nennt man das? Ein Artikel, ne? Newspaper. Newspaper. Aber der schlechteste aller Zeiten. Die pushen alles hoch und denken sich Scheiße aus. Die sind so bad, peinlich, wer da arbeitet. Weiter geht's. Doch nicht nur mit Ingame hat Monte ein Problem. Capri-Sonne hat ihn nämlich von Amars Live-Event ausgeladen. Respektiere ich. Er ist doch von Capri-Sonne der Meinung. Für mich logische Schlusskonsequenz. Mein Capri-Sonne-Eis ist in die Mülltonne gewandert. Maybe next time, du Sohn. Wo wir jetzt auch gerade bei dem Punkt sind, Durstlöscher fand ich schon immer besser. Guck mal, ich weiß, ihr werdet sowieso gleich lachen. Alter, einfach von Capri-Sonne raus, das ist aber auch fies. Das ist gemein, ja. Das ist fies. Ich bin kein Model, weil ich halt mir halt einfach nicht mehr leisten. Sind Sie bekifft? Nein. Wir haben eben vorher gesagt, es ist der perfekte Snack, wenn man gekifft hat. Ach so, Entschuldigung. Der ist immer wieder, ich finde den witzig, immer wieder. Genau, ist der größer, ist der Alter, ein legendärer Clip. Es war alles lustig daran. Ich finde auch Hazel eigentlich immer, ich finde die gut. Ich weiß nicht, ob die jetzt jeden bei mir in der Community anspricht, aber die ist sehr lustig. Weißt du? Ja, ja. Findest du nicht? Doch, ich fand das saugeil. Stand-up-Comedy ist eine Sache, aber diese Situationskomik, dass ihr sagt so, okay, dann noch 2 Jahre warten oder sowas, das kann ich einfach sehr gut. Da gehen die Props an der Stelle raus. Props sind raus. Ist der größer als du oder kleiner als du? Junge, wie viele Sprachfehler hast du? Rumatra! Was war denn das? Den hab ich gar nicht mitbekommen. Was war das? Was ist ich los hab mit das dir? Auch nicht mitbekommen. Lass mich in Ruhe. Den möchte ich nochmal. Warte, ich muss mal ganz kurz. Kleiner als du. Wir hören nochmal ganz genau. Ich mach nochmal lauter. Ist, genau, der die größer, Frage, ist der größer als du oder kleiner als du? Yeah. Alter, Rumatra, strong! Junge, wie viele Sprachfehler hast du? Das legendärste Trio der Twitch-Geschichte. Ich hab dir gesagt, du würdest gut bei OnlyFans werden. Wer ist. Ich hab den Zusammenhang noch nicht ganz verstanden. Sie macht ja alle Videos mit Memo zusammen. Seine Tochter, seine Ziehtochter oder irgendwie sowas. Das ist, glaube ich, die richtige Antwort. Ziehtochter? Weiß ich gar nicht, was das ist. Ziehtochter. Irgendwie, also er ist nicht. Adoptivtochter einfach. Adoptiv geht ja dann auch mit ein, dass du Verantwortung übernehmen musst. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, Ziehtochter ist mehr so, ich passe auf sie auf, aber ich muss nicht, wenn ich nicht mehr will. Oder? Ich habe aber auch keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ach, was weiß ich schon. Okay, aber die, okay, gut. Verdienen. Wer würde bei ihr OnlyFans abschließen? Guck mal, alle eins. Eins heißt ja. Jede Eins sind 25 Euro, Nathalie. Wer ist hässlich in der Mitte? Halt's Maul, Alter. Ich bin gleich deine Mutter. Nachdem der Rentner nun beleidigt abgezogen ist, endlich in Ruhe auf Hungriger Hugo reagieren. Oha, Chat. Mach mal ein Groß. Ja, ich klick doch jetzt da drauf. Oh, mach nochmal von vorne. Chat, ist das von... Ja, oh, die regen sich jetzt auf, dass wir weiß haben, nicht schwarz. Du hast den White-Modus abschauen, bist du. Wie kann man das denn ändern? Diese drehen durch, nur weil man ein Ding hat. Leute. Ich bleib dabei. Die auf Twitch freiwillig White-Mode drin haben, Digga.
die gehören lebenslang in den Knast. Auf keinen Fall. Doch. Definitiv. Heute wieder 12 Stunden Stream, 8 Stunden Stream. Versuch mal, müde zu werden, wenn du hier die 2 Elgato-Lichter mit übelster Helligkeit in die Fresse ballerst und 4 Bildschirme im White-Modus mit voller Helligkeit. Du verringerst halt deine Lebenserwartung um jeden Tag irgendwie um weitere 12 Stunden, wenn du da reinschaust. Ist so. Ich hab mir das nicht ausgedacht. Bullshit. Du verringerst jedes Mal deine Kuh, wenn du pfiff sagst. Chat, wir können nicht lauter machen. Ist doch gut, Mann. Wo sollen wir lauter machen? Achso, können wir echt. Meine Ohren platzen. Voll kleiner gut, machen. Nein, das mache ich jetzt. Das dauert mir jetzt. Ah, bei mir fällt das schon auseinander hier. Lauter? Ist ich verrückt? Oh, das ist voll laut. Die sind fast so stark wie wir, wenn wir auf was reagieren. Ist das nicht laut? Ja, ich habe auch nichts. Hörst du nichts? Ich glaube, die Kabel sind Schrott, Mann, Schmutz. Jetzt aber endlich die Reaction. Let's go! Alle drei. Mysterium, der Typ hat euch gefragt. Nicht mich nicht. Mit der Kippe. Hä? Bist du eine geile Lache? Hast du deine Lache? Ja, deine Lache ist auch. Ja, das ist so geil. 19 Monate Subscriber, Digga. 19 Monate Subscriber. Monte, ich will deine Pisse aus einer 1,5 Liter Flasche trinken und gurgeln. Ich will deine Zehennägel abknuspern und in mein Müsli spucken. Ich will dein Pisse als Handtuchhalter benutzen und deine Hornhaut als Parmesan für meine Nudel abreiben. Wie alt bist du? 15. 15? Ich schwöre ja. Auf alles. Ich dachte, die ist 40. Ich schwöre, ich dachte, du bist 40 aufwärts. Warum denken alle, dass ich irgendeine scheiß Oma bin, Alter? Sieht sich das ist an doch Verarsche, eine. Oder? Das ist doch, was ist das? Das ist doch Verarsche, oder? Ich habe keine Ahnung. Das kann du kannst dir doch nicht eine Oma-Kette anlegen, Oma-Ohrringe, eine Oma-Bluse, dir eine Oma-Friese machen, Oma-Schminke, Oma-Gestik auflegen und dann dich aufregen, dass sie denken, du bist eine Oma. What the fuck? Hä? Alter. Oh! Das Trampolin war einfach die beste Investition überhaupt. Ich kann einfach in das Zimmer von fremden Leuten gucken. Spaß. Die Wohnung habe ich gekauft. Wir sind sehr stolz, euch hier live im Fernsehen zu haben. Und wenn Gisela was raushaut, dann haut Gisela hey, verdammt Arsch. Noch... Der künstliche Applaus ist echt cringe. Ich packe meinen Koffer für Malta und nehme mit. Ich hab sie sogar dabei. Twitch, wie gesagt, ganz kurz. Oha, Mann. Nein, nichts war schon. 2 seconds later. Alles, ja. Das darf man sagen, ist okay. Wenn ich jetzt mit der Kamera das gleich auf Scherz hinmache, dann ist da nur mein Hotelzimmer. Aber die kennt ihr ja noch. Oh, guck mal da rechts. Ist nicht mal im Übrigen, ne? Ist sogar zu. Panini-Sticker-Opening mit echten Vollprofis. Pass auf, so macht man das. Was? Einfach mal lecken an dem Ding. Diesmal schmecken die echt gut. So, fangen wir mal hier an. Oh, Brasilien. Brasilien? Dann haben wir hier einmal Esco, Brasilien. Achso, du meinst es bei dir. Es gibt. Das finde ich so geil. Er rafft's einfach nicht, weil er es halt einfach nicht rafft. So, das ist so witzig. Kein Brasilien bei EM. Und Deutschland! Emotion! Ui! Holo hinten dran! Sergei Gnabry! Fressene Klimpimpe. Aus Italien, Crio Immobilie. Ciro Immobile. Immobilienmakler. Gergorini Vladinum. Jorginho Wijnaldum. Gianluca Domenico Rumpa. Gigio Donnarumma. Ey, fühle ich aber, würde ich. So, ey, Mann, ich will auch Pause machen. Ich hätte auch alles falsch. Also, wenn du zum ersten Mal liest, ich habe auch schon gar keinen Bock aufs neue FIFA, wenn es da wieder neue Spieler gibt. Da sitzt irgendwelche Weltfußballer, du hast nie von denen gehört und dann liest du den Namen zum ersten Mal und dann so ganz schnell irgendwie bei einem Walkout oder sowas und dann kommt da halt Scheiß bei rum. Das bist das du, 1-2-1-2 Max. Ja, ich find's auch lustig, aber er kann nichts dagegen tun. Er kann jetzt nicht 1000 verschiedene Spielernamen vorlesen und alle richtig aussprechen aus allen Ländern. Das wird nicht funktionieren. So schön. Ich bin dann Anton aus Tirol. Yvonne Mongo. Das ist aber auch. Ich hab gar nichts gemacht. Weißt du, wie er aussieht? Was, wieso? Hast du gelacht, Max? Nee, oder? Ja, doch, aber ist doch scheiße. Da muss man einmal nachdenken, bevor man das sagt. Wie? Der Kapitän von den Simpsons in dünn. Arr, 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 arr.
Arr, arr. Ich schwöre, die Original, sag ehrlich. Arr, arr, arr. Ohne Scheiß, wer weiß, wer ich bin? Wer weiß, wer ich bin? Weiß keiner. Na, Junge, Bella, wie kann man das nicht wissen? Einer schreibt Hitler rein. Was bist du denn? Bist du oder was? Ich fand das so witzig. Knossi und Monte über Casinos. Du spielst gar nicht mehr privat, weg, oder was? Null, ich hab nichts gespielt. Das ist super. Lass mal weg. Lass mal weg, 2 Monate. Nee. Oh nein. Marcel. Dann hab ich nichts mehr im Leben. Oh. Was passiert hier? Wer bist du denn? Hä? Ein Buch. Nein! Ich hab Cristiano Ronaldo in Russland eingeklebt! Ah, das ist doch scheiße, oder? Ja. Cristiano Ronaldo bei Russland eingeklebt, das muss man, oder? Ist das nicht der beste Spieler? Weiß nicht, ob man die nicht alle noch in Holo ziehen kann oder so eine Scheiße. Er hat vorher irgendwas von Holo gelabert. Vielleicht kannst du noch. Ja, aber ja. Ronaldo bei Russland, das ist schon wild. Das ist nicht genau die andere Seite von der EM. Es war schon immer so, dass ich immer jünger aussah als die anderen. Und später, wenn ich dann älter bin und dann jünger geschätzt wird, dann ist gut, Marcel, ne? Marcel wird immer älter geschätzt. Ja. Was soll denn der kleine Front von der Seite? Ich hab mal meine Oma gefragt, wie alt die dich schätzt. Die meinte 40. Was gibt's denn da zu lachen da hinten auf den billigen Plätzen? Wie alt ist Memo und wie alt ist sie? Ich will da jetzt gar keinen einschätzen, sonst ist immer alles falsch. Sogar Memo hat sie jünger geschätzt. Ich sehe auch jünger aus. Also, Maschallah. Wenn ich mir Zigaretten hole, fragen die oft noch, Oha, hast du deinen Ausweis dabei? Was gibt's da zu lachen? Ich hätte schon lange nicht. Das glaubt er, das hat er halt selber nicht geglaubt. Oha. Was ist das echt? Ja, weil er jetzt verheiratet ist. Findet jemanden, mit dem ihr so zusammen lachen könnt und ihr werdet glücklich. Schreibt Deutsch, ne? Nicht Englisch immer, Mann. Einfach runter, Highlight-Kanal. Jetzt in der Corona-Zeit habe ich wieder ein bisschen zugenommen. Wieso macht ihr keinen Sport im Keller? Ja, die Fitnessstudios haben wir zu. Im Keller? Ja, er hat auch geschlossen. Sehr geil. Sehr geil.